In diesem Video werden wir mit Pi4 Sandbox arbeiten und vor allem einen Blick darauf werfen, wie man mit Perforce und Streams Branches erzeugen kann und Dateien zwischen diesen verschiedenen Branches merged oder hin und her bewegt. Dazu erzeugen wir zuerst mal eine neue Sandbox. Sie sehen hier, ich habe den Sandbox Configuration Wizard. Laufen create Sandbox. Ich sage Next. Ich sage jetzt use Perforce locally, no connection to central server. Ich könnte natürlich auf unseren Perforce Server gehen, dann könnte ich nachher auch Dateien abholen. Wir werden das aber alles komplett lokal machen. Also sage ich Next. Nehme hier den Default Port als User, nehme ich meinen Namen. Ich weiß ja nie, ob ich nicht doch noch mal das verwenden will, und als Workspace nehmen wir jetzt einfach mal My Workspace, und hier ist die Workspace Root. Ich nenne das jetzt mal nicht Sandbox irgendwas, sondern Video, damit ich das nachher wieder finde. Und wir machen hier UTF-8, haben wir kein Problem mit den Umlauten. Sagen Next. Und das sagt er uns nochmal alles, was er haben wird. Sagen wir Finish, und jetzt arbeitet er vor sich hin, und am Ende haben wir dann eine neue Sandbox generiert. Ein ganz wichtiges Konzept bei der Versionsverwaltung sind Branches für Releases, für Entwicklungszweige und die Mainline, und dazu betrachten wir jetzt die P4 Sandbox, die wir auch installiert haben. Das heißt, wir arbeiten jetzt lokal. Das habe ich schon gemacht. Das kann man hier unter Connection. Hier sehen Sie auch schon, ich hab zwei. Das ist gerade mein lokale. Das ist unser Perforce Server. Und wenn man hier spätestens auf Configure Sandbox geht, kann man sagen, wo jetzt unser lokales Repo liegt und so weiter. Das habe ich schon gemacht. Und ich habe ja schon mal etwas vorbereitet. Es gibt ja schon Workspace Video. Dem werden wir arbeiten, und den habe ich erzeugt, indem ich hier gesagt habe File New, und dann legen wir einen sogenannten Stream an. Da wird nämlich das Branching später, wie wir sehen werden, viel einfacher. Ich gehe hier nochmal drauf, und dann haben wir hier drei oder vier verschiedene Stream Types. Mainline, das heißt unser Trunk, so wie das auch in SVN heißt, unsere Hauptentwicklungslinie, die haben wir, wie man hier sieht, schon erzeugt. Die Development, sodass wir New Features machen können, und die Releases, quasi sehr stabile Branches, in denen wir testen, in denen wir Fehler beseitigen und aus denen wir Releases verteilen. Ich gehe gerade mal auf Streamline, damit man sieht, wie das geht. Und hier sieht man schon, das sind schon vorkonfigurierte Change Propagations. Das heißt, die Tofu Scale, wie man das bei Perforce nennt, wird hier realisiert. Und wenn man die Dateien nimmt, die in Ordner liegen, und hier ist auch Populate the Mainline Stream after it is created, und dann kann man den Ordner dort hinein kopieren und hat dann hier die Mainline. Sie sehen hier, ich habe das schon gemacht. Das Projekt kennen Sie inzwischen. Ja, und wie man hier auch sieht, hat man hier Versionen. Das liegt es daran, gehe hier nochmal gerade drauf und zeigt es Ihnen. Change File Type. Ich habe immer noch die RCS-Header drin, und zu Beginn ist es einfach nur Text. Und ich mag das immer, dass man hier plus K drin hat, RCS Keyboard Expansion, habe dann nochmal Submit gemacht. So sind hier zum Teil die Dateien entstanden. Wir werden jetzt hier mit Streams arbeiten, und dafür gibt es neben diesen beiden Ansichten, die Sie schon kennen, nämlich Files, Pending, wo wir immer die Changes sehen, eine Ansicht, die nennt sich Streams, die Sie hier unter View Streams bekommen. Und hier ist unser Mainline-Stream, den wir eingeführt haben. Das sehen Sie hier übrigens auch, der Workspace. Da ist immer angezeigt, in welchem Stream wir arbeiten. Hier haben wir die verschiedenen Dateien auch schon als
K, also aus plus K und Textdatei, sodass wir die Expansion haben. Und jetzt wollen wir von diesem Stream zwei Streams erzeugen, nämlich einmal ein Release Stream. Geht so, Create New Stream von Mainline. Jetzt haben wir ja, wir wollen einen Release Stream. Hier machen wir ausnahmsweise beide an. Das heißt, wir wollen eventuell auch vom Parent Stream, also vom, vom Mainline nochmal hochkopieren. Sagen hier Branch Files from Parent to Stream. Creation geben hier natürlich einen Namen an und erzeugen diesen Stream. So, jetzt haben wir hier den Stream erzeugt. Hier oben ist er. Hier ist die Mainline. Sie sehen, ich schummel natürlich im Video ein bisschen. Ich habe hier schon jede Menge Streams vorbereitet. Nachher werden wir auch Java programmieren. Bevor ich hier noch ein Semikolon vergesse im Video, habe ich das einfach vorher schon gemacht. Okay, und wie können wir dazwischen wechseln? Ganz einfach. Hier, Doppelklick. Dann kommt hier ein Fenster und zwar kommt hier Work in this Stream. Das heißt, der Workspace wird dann so umgebaut. Hier sehen wir es auch wieder, dass hier die Dateien drin sind, wie sie zum Zeitpunkt waren, als wir hier das Release 1 erzeugt haben. Ja? Sieht man auch hier immer an diesem Window. Okay, gehen wir wieder hier zurück und eben, ich gehe nochmal hier gerade drauf mit einem Doppelklick, Nothing to Merge, das heißt, das System merkt auch, wir haben hier im Mainline nichts geändert, was wir jetzt in irgendeiner Weise, auch hier nicht im Release haben wir kein Bugfixing gemacht, sodass man das zurück kopieren müssen. Gehen wir mal hier drauf und erzeugen einen neuen Stream, nämlich einen Development Stream, der wird dann hier unten auftauchen und blau sein. So, jetzt haben wir unsere drei Streams. Sie sehen, wir sind hier gerade im Release-Stream und ich zeige Ihnen jetzt gerade, wie das dann im Eclipse-Projekt aussieht. Hier haben wir es aufgemacht. Das ist das entsprechende Projekt und wir sind jetzt gerade im Release und jetzt werde ich hier auf den Development Stream gehen. Work in the Stream. Gehen wir wieder in Eclipse. Und aha, jetzt hat sich das hier verändert. Und zwar habe ich im ersten Schritt in der Mainline eine Funktion eingeführt. Hier sehen wir sie gerade. Ist Square, die einfach nachschaut. Ist das Rechteck ein Quadrat? Wenn ja, gibt man True aus. Wenn nein, geben wir false aus und das haben wir dann in das Dev gemerged. Das geht automatisch, weil natürlich hier jetzt vorher ja noch gar nichts war und haben aus diesem neuen Stand von der Mainline auch eine Release 1.1 erzeugt. Wir haben jetzt gerade den Mainline-Stream nochmal ausgewählt und wenn ich jetzt hier etwas verändert habe, was eben, wir haben ja Branching gemacht, was hier zum DevStream gemerged werden muss und dann sehen wir das hier auch entsprechend und wir machen ein Merge und ein Resolve, was automatisch geht, wie schon gesagt, weil wir die Funktion hatten. Genauso habe ich dann hier den Release 1.1 drin gehabt und wir wollen mal gerade in diesem Release arbeiten, dann sehen wir nochmal in der Quelle. Genau. Und hier sehen wir schon, sehen wir sie schon. Und dann haben wir noch eine weitere Funktion, wieder im Mainline Trunk erzeugt, nämlich ich habe die ToString verändert. Ja, und habe das hier eingeführt, sodass das eben auch mit ausgibt, ob da ein Quadrat oder ein Rechteck vorliegt. Habe das wieder entsprechend propagiert und habe dann daraus auch eine Version 2 gemacht. Hier war das Merge nicht mehr automatisch möglich, aber das Merge-Tool zeigt uns beide Dateien und wir übernehmen einfach sozusagen die neue und schmeißen die alte Funktion weg. Dass man hier in welchem Branch man ist, sieht man übrigens auch beim Ausführen. Wir haben ja unsere, unsere Funktion, die First Scene, führen wir die immer gerade aus.
Da wird nämlich gerade mit dem Standardkonstruktor ein Quadrat erzeugt. Hier ist es gerade Quadrat. Und jetzt gehen wir mal in die Sandbox, gehen bis Release 1, wagen das Stream, gehen wieder hier hinein. Jetzt ist die ToString wieder so, wie man sie eigentlich schon aus der aus der Versionsverwaltung kennen. Ich führe das Ding aus und hier steht Rechteck. Ja, wenn man natürlich hier oft hin und her wechselt, würde es sich wahrscheinlich anbieten, mir pro Branch auch einen Workspace anzulegen. Das ist möglich. Was man was wir dann noch machen ist, wir gehen hier in den DevStream, kopieren hier eine Datei hinein. Hier sehen Sie schon, ich habe sie schon mit dabei. Das sieht man auch schön. Ich habe sie eben im Workspace zum Teil entfernt in den Releases, weil ich Ihnen einfach zeigen wollte, wie das geht. Hier im Dev habe ich einfach gesagt, okay, das ist die Musterlösung gerade einer Übungsaufgabe aus dem Dokumentationsskript und habe die dann mit Mark4Add und Submit hinzugefügt, habe sie dann nach oben kopiert, von hier nach hier wird gemerged, von hier nach hier wird kopiert, dann ist sie auch hier drin und daraus legen wir dann nochmal ein Release 2 an, was die beide enthält. Nachdem ich das ja schon vorbereitet habe, mache ich das jetzt gerade hier. Da sehen wir nämlich auch noch hier die Funktionalität. Sie können nämlich hier sagen, welche Streams er hier rechts anzeigt. Man kann sie hier ankreuzen. Man kann hier oben übrigens aber auch sagen, alle, keine, der aktuelle, die mal im Workspace sind. Machen wir es jetzt mal gerade so. Okay, und hier ist er. Und das ist unser Release 2.0. Das heißt, wenn jetzt wenn wir Fehlermeldungen bekommen hier in den Releases, dann werden wir die hier korrigieren, in unseren Mainline Trunk mergen, eventuell auch hier runter mergen, wenn wir hier Dinge entwickeln, wenn wir sie hier hoch kopieren, eventuell auch von hier nach hier, da werden wir wahrscheinlich aber eher ein neues Release erzeugen. Ich gehe nochmal gerade hier auf den Mainline Trunk. Da haben wir hier schon die Version 5 und was hier ganz nett ist, ist der Revision Graph, der natürlich jetzt viel zu groß erstmal erscheint. Das heißt, wir müssen das Fenster erstmal anpassen. Und hier sehen wir nochmal, hier müssen wir nochmal das Zoom im Prinzip verändern, sehen wir gerade unsere Rectangle.java mit diesen ganzen Streams, Release.1.0, 2.0. Wir haben hier den Development Trunk, den Stream und hier sehen wir, hier haben wir etwas nach unten gemerged, das ist gerade der rote Pfeil und das sind hier einfach Kopien. Seltsamerweise macht Perforce die Bilder für diese Tofu-Scale immer so, dass die Releases oben liegen und die Developments unten und der Revision Graph macht das genau umgekehrt. Aber ist okay. Hier oben sehen wir uns noch gerade die Nummern der Change Lists, das heißt, wenn wir jetzt hier im Stream eine Fehlermeldung haben und dann können wir eben auch hier einen Job, ein Ticket vergeben und mit dieser Changelist verknüpfen. Das heißt, wenn die Changelist submitted wird, können wir zum Beispiel an Bugzilla weitergeben, Bug ist gefixt und wir sehen das dann auch in Bugzilla, dass der Fehler behoben worden ist. Thank you.